Hallo Papa. Ahoi, Averia. Viola hat mir berichtet, dass du allen beim Bau ihrer Hütten hilfst. Vielen Dank, dass du dich um unsere Mannschaft kümmerst. Nun, da jeder ein Dach über den Kopf hat, müssen wir von unserer Farm Gebrauch machen. Viola erwähnte eine Idee, die helfen sollte, uns alle mit Nahrung zu versorgen. Averia, bitte besuche sie an der Kochstation und finde heraus, worum es geht. Ja, mache ich, wenn ich geschlafen habe. Bislang nur Schildkröten und die tun nichts. Ich vergesse schon wieder das Trinken. Jetzt haben wir schon einen Bot, der sagt, dass man das Trinken nicht vergessen soll. So. Dann reden wir mal mit Viola. Moin! Na, hast du gut geschlafen, Viola? Oh, Averia, siehst du den großen Topf da vorne? Und ja, ich glaube, ich habe gut geschlafen. Ich möchte einen Eintopf für die ganze Mannschaft kochen. Jeder kann davon essen. Ich hatte einige Kisten von diversen Samen dabei, aber viele sind mit dem Sturm verschwunden. Würdest du mir helfen, sie zu bergen? Erkunde den abgelegenen Strand im Osten. Vielleicht findest du dort welche. Ach, schön. Machen wir doch glatt. Schade, dass wir die Kartoffelsamen nicht schon gefunden hatten, ne? Aber vielleicht finden wir jetzt ja in den Kisten. Ne, müssen andere Kisten sein. Vielleicht finden wir da jetzt noch zusätzlich Saatgut, was ja gut wäre. Desto mehr können wir im Endeffekt anbauen. Hier können wir buddeln. Eine Scherbe. Ja. Wie schön. Oh, das finde ich so gut mit den Portalen. Ach, schön, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Tomaten. Plopp. Okay. Bin ich hier an irgendwas vorbeigelaufen? Habt ihr irgendwas gesehen? Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier noch wieder rüberlaufen muss. Entschuldigung. Eine Kiste. Kartoffelsamen. Ja. Rede mit Viola. Na, warten Sie mal. Ach so, muss ich jetzt eigentlich? Nee, muss ich nicht. Ich kann ja gleich. Hallo? Ach so, ich kann gleich ins Lager zurückkehren. Ja, das kann ich auch machen. Also ich muss auf dem Portalstein stehen, offensichtlich. Gut. Hey, Averia, du hast meine Kisten schon gefunden. Das ist ja toll. Ich würde dir gern die Verantwortung übertragen, die Eintopfrezeptur zu bestimmen, sobald du bereit bist. Aber vorher musst du mir zeigen, dass du mit verschiedenen Zutaten kochen kannst. Entdecke an der Kochstation ein paar Rezepte mit deinen Zutaten. Ja, ich wollte eigentlich mal anpflanzen. Ja, was könnte denn los sein? Ach so, Mais und Mais. Vielleicht so ganz toll Mais. Hallo?
Ne, ist schon mal falsch. Entdecken. Beides falsch. Na, das ist ja toll. Ach du Gott, was war denn das? Irgendwas mit Tomatensuppe. Das nehmen wir mal raus und tauschen aus. So, eins ist richtig. Das heißt, die Tomaten sind jetzt richtig. Dann würde ich sagen, das war es, eine Tomatensuppe mit Zwiebeln. Tada! Okay, das nächste Rezept. War denn im Endeffekt hier? Und jetzt seht ihr mal, wie ich damals so zwischen den Folgen immer rumprobiert habe. Mais und Zwiebeln, ja, das können wir auch ausprobieren. Ich weiß es nicht mehr. Tada! Gerösteter Mais mit Zwiebeln. Sehr gut, Chat. Weiter geht's. Zwiebel und Kartoffeln. Probieren wir nochmal aus. Also ich bin auch der Meinung, dass irgendwie so Bratkartoffeln oder so ergäbe ja Sinn, ne? Ist aber beides falsch. Beides falsch. So, Zwiebel und Tomate haben wir, Mais und Zwiebel haben wir. Wollen wir vielleicht mal... Eins muss getauscht werden, okay. Anzahl der gewählten Zutaten, die zum gewählten Rezept gehören und am richtigen Platz sind 1. Was getauscht werden muss. Und X ist, was ganz falsch ist. Na, da war ich ja schon mal richtig. Okay. Also die Kartoffeln sind jetzt richtig. Die haben... Ach so. Kann das Menü da oben mal wieder weggehen? Das habe ich ihn gerade ausgetauscht. Ich glaube, die Kartoffel war richtig, ne? Kartoffel und Mais. Haben wir das schon ausprobiert? Kartoffeln und Zwiebeln hatten wir aber auch schon ausprobiert, ne? Dann sind sie beide falsch. Kartoffeln und Mais probieren wir jetzt einfach nochmal aus. Eins ist richtig, eins ist falsch. Ich mache jetzt mal die Kartoffel, lasse ich jetzt mal drin und probiere jetzt so lange. Geht nicht, okay. Bis es passt. Nehmen die Tomate raus. Okay, also die Kartoffel ist da auf keinen Fall richtig. Dann probieren wir es mal so rum. Es kann aber sein, dass das im nächsten Rezept passt, nicht passt. So. Hä? Aber Kartoffel und Kartoffel ging nicht, ne? Zweimal Mais? Können wir probieren. Ups. Zweimal Mais. Macht da nicht. Bin auch der Meinung, dass wir alles hatten. Beide müssen getauscht werden. Maisgefüllte Tomate, okay. Also wir müssen noch eins zusammenkriegen.
Probieren wir mal aus. Das kann es ja wieder, warte mal, Mais und Tomate hatten wir gerade, Mais und Zwiebel. Eins muss getauscht werden. Jetzt ist eins von beiden richtig. Okay, Zwiebeln und Kartoffeln probieren wir jetzt aus. Zwiebeln und Kartoffel ist nicht richtig. Zwiebeln und Mais hatten wir ja schon, ne? Das Rezept haben wir schon. Zwiebeln sind richtig. Den Mais weg habe ich. Warte mal, lass mal gucken. Hier haben wir Tomate, Zwiebel, Zwiebel, Mais, Tomate, Mais. Kartoffeln. Also ich wäre echt für Kartoffeln und Zwiebeln. Aber warum nicht? Eins ist richtig und eins muss weg. Also ich bin der Meinung, dass die Zwiebel dann weg muss. Weil wir ja noch nichts mit Kartoffeln haben. Also wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn wir was mit Kartoffeln machen würden. Mais und Kartoffelpüree. Alles klar. So, haben wir es. Verlassen. Puh, schwere Geburt. Averia, die Rezepte sehen echt lecker aus. Ich bin sicher, dass du uns alle mit einem leckeren Eintopf versorgen wirst. Versuch dich mal am Eintopfrezept auf dem Tisch hinter mir und gib ein paar Zutaten hinzu. Ah ja, jetzt pass auf. Jetzt war das doch so, dass wir herausfinden mussten, wer was mag. Das hatte ich mir sogar aufgeschrieben. Oh Mann. So, dann probieren wir das mal. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel Mais, ne? Aber ich hatte das damals so mit jeder Frucht einmal ausprobiert. Einmal eine Runde nur Mais und so weiter und so fort. Ah! Aha, Kartoffel war richtig. Tomate. Kartoffeltomate. Also Sven, warte mal, schreibt mir das mal wieder auf. Kartoffeltomate, Kartoffeltomate, Kartoffeltomate. Merkt euch das. Merkt euch das. Das ist Sven, ne? Oben ist der Kapitän. Das hatten wir alle schon mal. So, Sven hat die Tomate gehabt, ja? Ne, Kartoffel. Und Viola. Die Tomate, ne? So rum? Ne, den Zettel habe ich, glaube ich, nicht mehr. Muss ich mal suchen. Kartoffel, Tomate, sehr geil. Und dann, oh, kann ich die Maus nehmen? Wie komme ich jetzt an das Rezept ran? Muss ich, glaube ich, hingehen, ne? Dann gibt die mir was Schönes, die Viola. Nähere dich dem Eintopf und iss. Ja, so eine Verschwendung. Oh, Averia, der Eintopf sieht echt lecker aus. Die Mannschaft wird ihn sicher mögen. Jeder Eintopf erhält nur für eine Weile, aber du kannst einen neuen aufsetzen, sobald er leer ist. Wir werden uns natürlich mit kleinen Belohnungen revanchieren, wenn wir können. Ach,
Du kannst dir jederzeit etwas vom Eintopf nehmen, wenn deine Energie, um deine Energie aufzufrischen. Nanu? Das ist der Papagei, der vor dem Sturm auf unserem Schiff gelandet ist. Sieht so aus, als wäre er dort drüben auf dem Stein beim Lagerfeuer gelandet. Ich will mein Geschenk haben. Hey, Averia. Die Schaufel, die ich dir gegeben habe, funktioniert zwar, sieht aber ziemlich unpraktisch aus. Ich habe meine eigene unten am Strand gefunden. Die habe ich früher immer benutzt während meiner Zeit auf der Farm meiner Eltern. Du hast für sie jetzt mehr Verwendung als ich. Also nimm sie. Sie ist viel besser ausbalanciert, also sollte es weniger anstrengend sein, Löcher zu graben. Joho! Sehr schön! Entdecke neue Rezepte. Ja, alles klar. Glaub ja. Ja, okay.